Prozesstag Nummer 3 im Fall des von der Polizei getöteten Mohamed Lamine Dramé. Für heute stehen die Zeugenaussagen auf dem Programm. Wir nehmen euch wie immer mit. Die Kammer hat am heutigen Prozesstag 2 Zeugen vernommen. Bei ihnen hat es sich um Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtung gehandelt, in der der getötete Jugendliche untergebracht gewesen ist. Und beide Betreuer waren am Tattag im Einsatz und haben ihre Erlebnisse vom Tattag und vom Geschehen geschildert. Also wir haben heute das erste Mal 2 zivile Zeugen gehört, Menschen aus der Einrichtung, die Mohamed kannten und die bei dem unmittelbaren Tatgeschehen dabei waren. Einmal der Teamleiter, der mit der Polizeileitstelle telefoniert hat, und ein Betreuer aus der Einrichtung, der das Ganze hautnah miterleben musste und die Tötung von Mohamed beobachtet hat. Das war extrem eindrücklich, der ist extrem mitgenommen davon heute noch und hat gesagt, er ist gerade wieder im schlimmsten Tag seines Lebens zurück, gedanklich. Ich finde, dass mit ihm nicht besonders sensibel umgegangen wurde heute. Er ist mit Fragen bombardiert worden. Der musste da in einer Traube Verteidiger stehen, um Lichtbilder in Augenschein zu nehmen. Das war nicht schön. Und deswegen ist es jetzt auch unterbrochen worden, weil es ihm nicht gut ging. Und der Vorsitzende noch andere Termine hatte heute. Und von daher wird das Ganze noch fortgesetzt werden müssen. Von BesucherInnen des Prozesses hagelt es Kritik. Die Anwältin der Nebenklage, Lisa Grüter, erklärt dazu: Ja, die sind schon schwierig, ne? Die Leute standen lang im Grunde vorne Schlange, um eingelassen zu werden. Der Einlass ist heute wieder so spät gestartet, dass der Prozess mehr als eine halbe Stunde später starten konnte. Wer einmal drin ist, kann im Grunde nicht wieder raus, ohne seinen Platz zu verlieren. Das heißt, wer zur Toilette muss oder ähnliches, muss sich von hinten wieder anstellen und riskiert, den Platz zu verlieren. Das sind schwierige Bedingungen. Und zusätzlich haben wir heute einen Antrag gestellt, dass die Lichtbilder auf einem Monitor in Augenschein genommen werden, dass auch die Öffentlichkeit und die Presse die mit in Augenschein nehmen kann. Und das ist abgelehnt worden und entsprechend konnte die Öffentlichkeit heute wieder nur von hinten zuhören, wie ein Haufen Leute mit dem Rücken zum Publikum über irgendwelche Bilder gesprochen hat.